Über die Zahlen und diese Entwicklungen bei Vestas sprechen wir jetzt mit Alexander Langhorst von GSC Research. Herr Langhorst, schönen guten Tag. Paukenschlag also bei Vestas. Der langjährige Vorstandschef Detlef Engel nimmt seinen Hut. In der Regel heißt es ja nichts Gutes. Das kann man ja auch an den Zahlen noch bestätigt sehen sogar. Grüße Sie. Ja, in der Tat ist das etwas überraschend. Sie hatten es ja in Ihrer Anmoderation schon angedeutet. Vestas befindet sich ja in einem Spar- und Restrukturierungskurs. Und da ist es natürlich immer etwas seltsam, wenn dann sozusagen auf halber Wegstrecke man im Vorstandsvorsitzendenwechsel vornimmt und insbesondere, wo jetzt auch die Zahlen fürs zweite Quartal ja doch eher ein bisschen schwächer ausgefallen sind, als man das erwarten konnte. Und also es vielleicht jetzt auch so beim Blick auf Mitbewerber, es hatte ja unlängst, hatte ja Nordex auch Zahlen vorgelegt, die waren ja jetzt nicht so schlecht, da hat man ja sogar noch die Prognose fürs laufende Jahr angehoben. Also es deutet zumindest darauf hin, dass die Problemlagen da möglicherweise tiefgreifender sind, als man es im Moment von außen sieht. Und vor dem Hintergrund ist das natürlich schon ein überraschendes Thema. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch sagen, es ist immer etwas indifferent. Man könnte natürlich auch sagen, okay, jetzt gibt es da einen Wechsel und jetzt ist jemand Neues da, der sozusagen das Aufräumen weiter fortsetzt. Das ist immer ein bisschen zwiegespalten. Also so ganz festlegen, muss ich zugeben, kann ich mich da jetzt auch noch nicht, welcher Deutung der Ereignisse ich mich da eher anschließen würde. Neue Besen kehren ja dann doch oftmals gut. Das wäre für Vestas auf jeden Fall zu wünschen, wenn wir mal die Zahlen anschauen. Im Halbjahr jetzt, im ersten Halbjahr, -16% Umsatz auf 2,3 Milliarden Euro, unter dem Strich ein Nettoverlust von mehr als 200 Millionen Euro. Wie ist dieses schlechte Ergebnis denn zu erklären, gerade wenn man sich auch Nordex mal als Vergleich hernimmt? Ja, genau. Also das Thema ist offensichtlich, hat es da immer mal bei den Abschlüssen von Orders bzw. Order-Eingängen hat es offensichtlich wohl Verschiebungen gegeben, weil da möglicherweise dann die Kontrahenten, also sozusagen die Order-Erteiler, bestimmte Vorgaben nicht erfüllt haben. Man kann da jetzt mutmaßen, was es genau gewesen ist. Möglicherweise gibt es da auch Finanzierungsprobleme bei Projekten, was eben dann zu Projektverschiebungen geführt hat und möglicherweise auch zu Abnahmeverschiebungen. Das heißt natürlich dann immer, wenn sozusagen Umsatz fehlt und sie eben auf den Fixkosten sitzen bleiben, dann geht es natürlich auch ganz schnell in die andere Richtung, was aus meiner Sicht vielleicht nicht einen gewissen Hoffnungsschimmer bietet. Wenn man sich mal die Zahlen anguckt, ist das eben die Erlöse, sage ich jetzt mal, aus Wartungs- und Serviceverträgen, die sind nochmal nach oben gelaufen und die sollen jetzt auch weiter zulegen, was natürlich eben dann auf Sicht dazu führen wird, dass sich eben die Erlössituation da verstetigt, weil natürlich eben Erträge aus laufenden Wartungs- und Serviceverträgen sind natürlich besser prognostizierbar als jetzt eben das reine Projektgeschäft, in dem man dann eben bei neuen Anlagen tätig ist. Das kennen wir ja, da gibt es immer irgendwelche Gründe, weswegen irgendwo ein Projekt dann plötzlich verschoben wird und wo einem dann plötzlich mal 100 oder 200 Millionen auch ganz schnell in den Büchern fehlen können, nur weil gerade ein Projekt noch nicht zustande kommt. Trotzdem, die Vestas Aktie hat sich davon nicht aus der Ruhe, aus der Spur bringen lassen. Wie auf Schienen ging es da innerhalb von 12 Monaten nahezu auf den dreifachen Kurs. Also die Aktie hat sich fast verdreifacht. Kann man jetzt als Anleger auf fallende Kurse setzen? Also ich denke mal in den Kursen und auch heute ist die Aktie ja gar nicht mal so schlecht gestartet, trotz dieser etwas überraschenden Meldung, nachdem man jetzt, glaube ich, gestern oder vorgestern ein bisschen runtergegangen ist. Also ich würde im Moment sagen, da sind, glaube ich, schon sehr viele Effekte aus der positiven Entwicklung der Vergleichsunternehmen wie Nordex, der ist ja der Kurs auch sehr gut gelaufen, eingepreist und ich denke auch der Markt hat schon eingepreist, dass da eben jetzt Verbesserungen durch das Sparprogramm laufen. Also ich denke mal, auf dem aktuellen Niveau ist sozusagen die Gefahr und die Fallhöhe deutlich höher als noch vor einem Jahr und ich würde auch aus fundamentaler Sicht sagen, mir scheint da jetzt die Bewertung auch doch auf einem Rest fortgeschrittenen Niveau schon zu sein, mal verglichen mit dem aktuellen operativen Geschäft, was man betreibt, sodass ich da eigentlich tendenziell sage, auf dem aktuellen Niveau fair bewertet. Ich sehe da jetzt eigentlich das Potenzial nach oben eher überschaubar an. Und insbesondere der Anleger, der da auf Gewinnen sitzt, sollte da durchaus mal drüber nachdenken, ob man nicht mal einen Teil der Gewinne mitnehmen sollte. Und wenn wir noch ganz kurz, Herr Langhaus, bitte schauen auf Nordex. Welches Kursziel sehen Sie da? Wie viel Potenzial ist da noch nach oben? Ja, Nordex, wir hatten sie jetzt gerade schon am Rande angesprochen, sehe ich eigentlich auch sehr gut gelaufen. Die haben sich ja nochmal von Anfang des Jahres, wenn man mal so März ungefähr nimmt, hat man sich ja auch quasi jetzt verdoppelt. Ich denke mal, so der faire Wert Nordex ist so etwa bei 8,5, 9 Euro. Da sind wir jetzt ja fast vom Kurs. Und auch da würde ich sagen, sollte man tendenziell eher mal Gewinne mitnehmen und das Geld vom Tisch runternehmen, weil das eigentlich ganz gut gelaufen ist. Und auch da eben von der Bewertung sind da, denke ich, jetzt viele positive Effekte im Kurs schon eingepreist, sodass auch eben die Chance auf positive bei weiteren Meldungen
aus meiner Sicht deutlich geringer ist als die Risiken, dass auch mal irgendwelche nicht so schönen Meldungen kommen, die sich dann natürlich negativ auf den Kurs auswirken werden. Die Aktien von Vestas und Nordex sind gut gelaufen, aber das Rückschlagrisiko wird jetzt immer größer. Dankeschön, Alexander Langhorst von GC Research. Schönen Tag Ihnen. Bitte, wiederhören.